Da sind wir wieder. Okay, ich habe Titan Souls auf den Wunsch der Community mal installiert. Ich habe ihn zumindest nicht, also ich habe das Spiel nicht für mich bisher schon mal besessen. Ich glaube aber, ich habe es mal für Rocket Beans gespielt. Das ist aber egal, weil das ist ein toller Titel, wenn ich mich recht erinnere. Nein, die Songs habe ich nicht selbst gemacht, die hat Chicken Wing Joe gemacht. Allerdings. Allerdings natürlich mit Vorgaben von mir und also. Wir haben die zusammen gemacht, aber er hat den Skill, den technischen, den ich ja nicht habe. Okay. Man kann schießen, man kann wegsaugen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das jemals gespielt habe, wenn ich ehrlich bin. Ich dachte. Aber gleich habe ich es auch verpasst. Achso, ja, klar, X. Achso, draufschießen, ja, logisch. Danke, Shailiha. Musik ist zu laut. Okay, danke. Besser. Ach. Bisschen lauter noch. So, das müsste reichen. Weibliche Zuschauer in diesem Channel, Mythos. Rein statistisch 20%. Schnack, schnack. Also ihr seid bei mir auf jeden Fall nicht falsch, liebe Singles. Okay, das ist natürlich das klassische Reborn-Symbol. Wie nennt man das? Baby Reborn, Dark Soul Baby Reborn. Naja, halt, ne? Ihr wisst schon, das Schwert, das Feuer, der Safe-Punkt. Gehen wir erstmal hier unten lang. Endboss. Oder eher Miniboss. Ah, ist ja wie Super Buster Bros. Wo man auch immer die Dinger zerschießt. Und dann teilen die sich. Aber da macht man's. Ich weiß gar nicht. Warum macht man's da? Ah! Okay, ja, ja, und dann in der Pampe bleibt man auch noch hängen und kleben. Okay, jetzt habe ich es verstanden. Danke, Pegamon. Okay, ich sehe schon, das ist wirklich auch schwer. Ne? Das ist gar nicht so easy going, wie ich jetzt vielleicht aufgrund der Optik angenommen hätte. Also eigentlich müsste man doch erstmal einen von denen kaputt machen. Also ich meine damit eine Hälfte. So macht man es bei dem Spiel, was ich gerade meinte, auf jeden Fall. Alter. Krass.
Geht also auch beim Zurückfliegen, okay. Sehr schönes Element, dass man seine Waffe immer noch so wie so ein Bumerang einsammeln muss und sich währenddessen nicht wehren kann. Oh Mann, jetzt habe ich genau das gemacht, was ich eigentlich nicht wollte. Und zwar den zweiten großen. Mann, das ist genau das, was man nicht will, ne? Komm her. Durch die Jungs durch. Nee, geht nicht. Ah! Alter! Sind das alles Bosskämpfe nur, weil da überall diese Augen sind? Weg von dem grünen. Oh, nee, man hat den Matsch dann auch einige Zeit noch an den Füßen sozusagen. Hier erstmal rumrennen, einsammeln, sich von dem großen fernhalten, zu den kleinen gehen. Und erstmal nur einen. Hey, warum habe ich den zum Moment nicht erwischt? Erstmal nur einen machen. Ja, das war gut. Mehr Geduld. Und dann vielleicht auch wieder. Ja, so läuft's. Jetzt nicht, weil ich den nicht. Na, wobei. Den oberen, ja. Nee. Das ist eine interessante Idee mit der Waffe. Mal was völlig anderes. Oh nein. Nein! Mein Gott! Jetzt will ich es aber auch schaffen. Wird hart. Wie ich da auch original immer durchschieße, drunter durchschieße. So, jetzt. Nein, das waren natürlich beide wieder. Weg. Nee, doch nicht. Hat nicht geklappt. Jetzt vielleicht. Muss einfach egaler sein. Ich glaube, mir muss das egaler sein. Ich mache mir zu viel Gedanken um diese Verteilung. Vielleicht muss man es einfach nur mal machen. Das ist aber auch schon hart, ey. Nehme an, ich muss nur das Herz holen. Ne? Knew it. Das ist eine sehr schöne Idee. Das ist ein richtig schöner erster Bosskampf. Er sieht auch so süß aus, ne? Das ist so ein kleiner unschuldiger Dödel. Gut, das war cool. Ach ja. Es schleimte mich voll. Genau so. Oh! Auch eine gute Idee. Auch eine schöne Idee. Okay, I get it. Nee.
Nein! Ich bin da hingerollt! Das ist sehr gut gemacht. Das ist sehr, sehr gut. Klatschmatt. Naja, okay, man kann das ja sich vor... Ah! Genau. Man kann sich grob vorstellen, wie man den hindrehen muss, dass man in sein Auge schießen kann. So, jetzt vielleicht. Nee, genau falsch rum. Aber ich bin mir nicht sicher, ob das Rote gut ist. Also wenn der auf sich selbst... Genau das hier, ne? Do it. Easy. Kann man bestimmt auch einen guten Speedrun machen, oder? Zu Titan Souls. Man lernt halt einfach alle auswendig, versucht die schnell aneinander zu stecken. Stelle ich mir sehr interessant vor. Vielleicht gibt es auch noch ein paar andere, die mehr auf Skill abgehen, aber eigentlich muss man ja erstmal nur wie so ein Rätsel einfach lösen, wie man es machen kann. Und für einen Speedrun könnte das sehr geeignet sein. Aber ich sehe schon, das ist alles nur Tutorial gerade. Okay, das ist jetzt ein Eiswürfel, der diagonal auf mich zuschmieren kann. Moment, kann ich da hochklettern? Oh, geil. Okay. Ach, da ist gar nichts. Na gut. Gibt sogar extra einen Speedrun-Timer. Ja, okay, dachte ich mir, ne? Hm, hier sind Flammen. Mann, da kommen wir wirklich nicht weg. Vielleicht muss ich in die Ecken. Mehr in die Ecken noch. Nicht mehr weg. Mann! Was war das? Hat mich total irritiert. Death Door habe ich übrigens schon gespielt, weil das der Nachfolger ist. Das erklärt es auch total. Da steuert man ja einen, so eine Art Tod in Form eines Raben oder der Rabenwelt, ne? Der Rabentotenwelt. Und die Kämpfe und alles ist nicht vergleichbar, aber man sieht schon, dass das dieselben Entwickler sind. Ja, habe ich schon gespielt. Okay, hier. Ach, wenn der über die Dinger läuft. Nee, auch nicht. Auf jeden Fall eine schöne Idee, dass man so wie so ein Puzzle den
Endboss checken muss. Es sind halt nur Bosse, wenn ich das richtig sehe. Hm, okay, ich weiß nicht genau. Ah, natürlich. Ja, ja, okay. Wenn die Dinger brennen, muss ich da durchschießen. Erstmal schaffen. Ah. Dieses Riesengehirn hat mich platt gemanscht. So. Die ersten 10 Sekunden ist wie beim Rodeo. Die ersten 10 Sekunden entscheiden, ob man die nächsten 10 Minuten durchhält. Alles sehr lustig. Servus Simon, ich habe es endlich geschafft, bei Rosso Pomodoro zu essen. Sehr, sehr gut. Hammer. Beste Käsepizza meiner Ansicht nach der Welt. Du hattest schon recht, die Pizza war der Hammer. 5 Käsesorten, versteht sich, war natürlich auch dabei. Die haben eine 5 Käsepizza, Rosso Pomodoro. Ich kenne den vor allen Dingen in London. Alter, ist das geil. I love it. Jedes Mal, wenn ich in London bin, muss ich die essen. Ich bin demnächst mal wieder in London im Juni. Mann! Was? Der ist doch da drüber gerollt, dachte ich. Ich hab's kommen sehen, wie das Gehirn mich immer mehr einschleimte und immer weniger beweglich machte. Simon, das Bramble-Video gestern ist nur 7 Minuten lang. Wird es in YouTube das ganze Video geben? Na, es müsste eigentlich danach nochmal eine Folge geben. Also, ich habe natürlich 7 Minuten war ein kurzer Moment. Das davor ist dann wahrscheinlich das lange Video zu Bramble. Ansonsten hätte Twitch meine Videos verdödelt. Und das wäre natürlich schade, denn ich habe es durchgespielt. Also der zweite Teil wird kommen. Aber kann natürlich immer sein, dass irgendwas schiefgelaufen ist. Ich hoffe es nicht. Oh Mann, das geht teilweise zu schnell. Okay. Nein, schade. Scheiße, das wäre genau der Moment jetzt gewesen. Ah! Oh, komm! Fick! Wird es am Wochenende Zelda mit dir geben? Ich habe einen Key beantragt und hoffe natürlich, dass ich einen kriege und dann werde ich auch Zelda spielen. Ich habe ja überhaupt nicht... Ich habe mit Zelda sehr wenig Erfahrung gemacht. Und deswegen bin ich schon sehr... freue ich mich sehr drüber, dass ich das jetzt endlich auch mal spielen kann. Und da ich das Original Zelda mit dieser Welt ja nicht so gut kenne, glaube ich, dass es mich auch nicht sonderlich stört, dass sie dieselbe Welt nochmal genommen haben, weil ich sie gar nicht so groß gesehen habe. Oh, komm jetzt, das war jetzt wirklich nur noch gemein. Und deswegen
Ja, denke ich, werde da viel Spaß mit haben. Ich will das auf jeden Fall haben. So eine Perle kauft man. Natürlich kauft man sich an sich sowas, aber ich habe einfach nicht die, die Gelder dafür. Ich kann nicht jedes Spiel, was ich gerne spielen würde, kaufen. Es geht einfach nicht. Es ist einfach unrealistisch, weil es einfach zu viele sind. Da kaufe ich dann lieber mal runtergesetzte Sachen und so, wie das jetzt für 2 Euro. Das ist doch Hammer. Für 2 Euro ist es fast schon eine Beleidigung eigentlich. Ah, falsch rum. Komm auf den Anzünder. Ja, in die Flamme reingelaufen. Wie so eine Motte. Eine Motte. Ich hab's gewusst. In dem Moment. Ich hab's gewusst. In dem Moment. Doch, doch. Fühlt sich ein bisschen an wie Shadow of Colossus, dass man so danach so aufgeladen wird mit Energie aus diesem, aus dieser Kreatur. An sich sehr schön. Aber ich vergleiche es doch auch, also es ist schon auch Souls, ne? Es ist Shadow of Soul Lossus. Das ist hier so. Ich glaube, bei Star Fox war das doch so. Da gab es doch auch diese beiden Fäuste von Andross. Okay, das bringt nichts. Ach klar, natürlich, das Herz. Genau in der Zeit muss man es irgendwie machen. Okay. Irgendwie, während die eine Faust zurückfliegt, heißt wahrscheinlich, dass man von weiter Entfernung erstmal drauf schießen muss, damit die Hände einen weiten Weg zurückzulegen haben. Jetzt kriege ich wegen der Hand meinen Kram nicht. Ja, so, ne? Aber der hat es ein bisschen weiter geschafft, der Pfeil. Ich muss wahrscheinlich abzählen, wie oft die hauen. Danke, Walburga 0. Nein, das Gehirn hatten wir schon. Heute keine Gehirne. Eins. Moment. Komm, wie häufig? 2, 3. Dann wieder der. 1, 2. Jetzt macht er auch 3-mal, oder? Und ein 4. Mal? Nee, okay. Und bleibt es jetzt bei 3? Nee, jetzt ist wieder 1. Und jetzt wären es wieder 2, 3. 1, 2. 1,
2. Wenn das 3 sind, hat es ein Muster. Nee. Okay, dann liegt es davon ab, welche Seite ich bin, ne? Ja. Okay, klar. Ja, okay, dann muss ich dann also irgendwo in der Mitte... Also ich muss die Hand, wenn ich nach rechts wechsle und dann die rechte Hand kommt, muss die linke so weit wie möglich links sein. Also einfach weit außerhalb. War jetzt das Mountain King schon durch, ja? Bramble and the Mountain King habe ich gestern durchgespielt. Das war überraschend kurz, aber auch echt, echt toll. So, machen wir erstmal hier. Nee. Du sollst den Pfeil wieder haben, genau. Ja, sowas hier, ne? Das ist schon richtig hier. Da habe ich aber nicht viel Zeit. Kann ich eigentlich nur... Wann kann ich da schießen? Ich habe von jetzt... Also wirklich nur ganz kurz, ne? Aber dafür in der Mitte müsste es gehen, weil die ja nach oben sind. Und das heißt, ich schieße unter denen einfach durch. Nein, das war jetzt dumm, weil die... Nee, auch nicht. Aber ihr habt gesehen, es könnte gehen. Er ist ein Genie, das gülden strahlt. Der beste Mensch. Zum Glück wird er bezahlt. Tütö, tütö, tütö. Guter Moment, um euch daran zu erinnern, dass ihr mich gerne supporten könnt mit Abos oder auch mit einem Trinkgeld. PayPal, Link im Chat. Oder ihr schmarotzt einfach so. Raubkopiert den Mon. Könnt ihr gerne machen. Aber die richtig coolen Leute supporten. Die nehmen nicht irgendwelche Keys von Spielen, sondern die kaufen sich die Spiele. So, wir haben noch eine halbe Stunde ungefähr, die ich das Spiel jetzt machen kann. Weil ich gehe heute noch zu Guardians of the Galaxy 2 und hoffe, dass das richtig geil wird. Spoilert mich bitte nicht. Aber ich freue mich tierisch drauf. Ich will eh noch so viele Filme gucken. The Whale will ich endlich nochmal gucken, ey. Das Spiel kostet übrigens jetzt noch eine Stunde lang knapp 1,50. Holt es euch meiner Ansicht nach. Besseren Deal werdet ihr dafür wahrscheinlich nicht mehr bekommen. Ich muss gerade lachen, weil irgendjemand versucht, sich bei uns, das ist echt richtig, richtig dumm. Jemand versucht gerade, uns zu scammen. Und zwar schreibt er, wir haben ihn natürlich gelöscht, danke an der Stelle an den Nightbot, der es richtig gemacht hat. Hallo Simon, ich bin's Eddie, du musst mir helfen, mein Handy wurde geklaut. Eddie ist gerade in New York, muss man dazu sagen. Insofern, bis hierhin hätte ich ihm geglaubt. Und ich bin gerade im Ausland, ich weiß das. Bitte sende mir mal kurz 10.000 Euro an diese PayPal. Und dann kommt eh das garantiert richtige PayPal. RealEddie@yahoo.com.
Ey, mach das bitte nicht jetzt. Auch nicht mal als Witz. Kauft lieber, davon könnt ihr auch wirklich dann Pepe kaufen. Dann ist eh alles egal. Okay, offensichtlich habe ich noch nicht genug Monster. 1, 2, 3, 4. Ja gut, also wir müssen ganz viele Felder erledigen und dann geht irgendwann die finale Tür auf. Ede, kennst du Ede? Erstmal hier so natürlich am Rand entlang. Ah, das sieht schon, genau, das sieht aus wie so ein kleiner Geheimweg. Ah, nee, vielleicht ist das auch, genau, das landet jetzt da unten an der Kreuzung, an der wir uns ja entschieden haben, nach oben zu gehen. Genau, okay, also gehen wir hier nochmal runter vielleicht. Und rechts an dem Ganzen entlang. Ich weiß, da oben waren auch noch Wege, aber ich kenne das ganze Spiel nicht und ich glaube, alle Wege führen zum Boss. Auch diese Ruhe, ne, diese Leblosigkeit, diese triste Melancholie, das erinnert mich doch sehr an Shadow of the Colossus. Diese Elemente sind ein bisschen wie Death Door, das Raben-Todesspiel derselben Entwickler. Das hat mich gerade ein bisschen dran erinnert. Okay, da muss man halt wie in so einer Bullet Hell-Geschichte, muss man halt einfach gut ausweichen können. Aber ich kann ja auch rollen. Aber die Frage ist doch, wo kann man hier hinschießen? Also was soll ich dem denn... Ah, der hat wahrscheinlich hinten was, ne? Ja, ja, klar. Okay, ich muss ihn von hinten erwischen. Da er sich ja an mir orientiert, sollte das ja möglich sein, ihn so ein bisschen in so eine Ecke zu locken. Der Raum ist ja auch so komisch designt, dass man vielleicht das kann. Oder um die Ecke. Ach, natürlich. Oh Mann, es ist so einfach. Oh. Wollen wir mal gucken, ob du da jetzt nicht gleich einen Pfeil in den Rücken kriegst. Fast! Fast! Ich bin wirklich weggerannt, aber ich war, ich habe ihn gesehen, aber der war dann doch irgendwie zu groß. Komm jetzt hierher. Ah, ich bin drüber gelaufen. Vielleicht sollte ich den Pfeil in die Mitte schießen. Dann ist es wahrscheinlich einfacher, den in seinen Rücken zu lenken. Yeah.
Es ist nicht ganz so leicht, wie es aussieht. Es ist natürlich aber auch ein bisschen fehlende Reaktion. Keine Ahnung, woran das liegen könnte. Zeig mir deinen Rücken. Das muss man sich halt auch mal auf der Zunge zergehen lassen. Wie so ein blutiger Wachsmalstift schmiert mich der Typ immer und immer wieder auf den Boden seiner Arena. Der muss doch dann da schlafen. Ist doch voll unangenehm. Es ist wirklich, glaube ich, sehr einfach. Du schießt das Ding hin und lockst ihn so, dass du ihm in den Rücken schießen kannst. Das muss doch eigentlich machbar sein. Jetzt. Ja, nicht ganz. Aber fast. Ja, jetzt so. Das ist echt auch nicht einfach. Weil er ballert natürlich die ganze Zeit, ne? Jetzt vielleicht. Ah! Du sollst woanders hin! Okay, jetzt habe ich ihn, glaube ich. Ah! Seht ihr, wie knapp! Nee, nee, nee. Muss ja am Rand sein. Er macht ja, naja, er macht ja, guck mal, er macht ja immer dieselben Positionen. Ich dachte am Anfang, er läuft ein bisschen mir hinterher. Aber nö, eigentlich macht er immer dieselben Geschichten. Also auch das ist bis zum Ende immer gleich. So, er ist ja rechts. Ich glaube, ich habe jetzt eine Lücke gefunden. Er hat ja rechts. Er macht das irgendwie links, oben, unten, rechts, ganz klar. Aber ich glaube, vielleicht von hier hätte ich so eine kleine Chance. Ja, so, genau, ihr seht aber, wie er jetzt liegt. Genau das ist der Plan. Und dann muss ich halt nur noch überleben, die eine Sekunde, die der Pfeil braucht, um einzuschlagen. Was? Habe ich nicht? Hat das nicht funktioniert? Ihr habt's gesehen. Ich hab's eigentlich richtig gemacht. Na, wir gucken nochmal. Doch. Hat nur eine Millisekunde zu lang gedauert. Also man hat ihn auch noch treffen müssen, wenn er gerade geschossen hat. Okay. Nee, natürlich nicht. Ja, ne, der Chat mag auch das Prinzip mit dem One-Hit-Kill. Ich finde das schön, weil man oft halt immer wieder abgefragt wird und das noch 3-4 Mal machen muss. Oh, heißt das jetzt hier rechts ist auch noch einer, den ich holen kann? Oder heißt das, man muss hier 2-mal reingehen und den 2-mal killen? Um dann 2 von diesen Sternen unten zu haben und nicht Sterne, diese komischen
Ne, er ist ja auch tot, ne? Auch interessant da oben. Na gut. Wenn alle Bosse sind, ist keiner mehr Boss. Das ist eine sehr smarte Analyse. Die Respawn Points zeigen nur an, wo die Bosse sind. Ja, okay. Dann weiß ich ja irgendwo im Osten, aber das... Überall sind hier Bosse, würde ich jetzt mal sagen. Danke, Trebora Kapelle. Hast du Skill, ist das Spiel eine Stunde lang, hast du kein Skill, 100 Stunden mehr. Okay, wir sind in 20 Minuten durch. Mein Skill ist eher verloren gegangen, was die Orientierung angeht. Schön. Jetzt eigentlich links und rechts einer kommen müssen, oder? Was? Ich bin empört. Die Vereinigung der hinter dem Wasserfall suchenden Abenteuerlustigen ist empört. Da wurden sich wieder nicht an die Regeln gehalten. Was? Okay, jetzt wird's langsam weird. Danke auch, Final Artist, für dein hoffentlich nicht letztes Abo. Ah, wunderschöne Ecke hier. So, wir haben noch 10 Minuten. Mal gucken, ob wir ihn schaffen in der Zeit. Okay, ich bin tot. Guck ich mir erstmal den Rechten an. Nee, falsch. Wahrscheinlich nicht rechts, ne? Nee. Also rechts und dann runter. Das könnte der richtige Weg sein. Okay, nee. Dann rechts. Aber rechts oben hatte ich auch schon, oder? Da waren jetzt auch keine Pilze oder so, denen ich nachlaufen kann. Okay, jetzt noch mal ganz kurz gucken. Also nach rechts und dann nach links hatten wir ja auch schon. Okay, ja, jetzt ist es ja lustig. Okay, ich glaube, ich hab's. Mir kann keiner was vormachen. Der Simon im Heckenlabyrinth! Erstmal einfach nur überleben, ist schon mal ganz gut.
Vorne ist das Auge, nehme ich an. Also muss ich da mit. Oder einfach entgegengesetzt. Nein. Okay, das Auge ist... Alter! Okay. Jetzt habe ich es, glaube ich, gleich. Mann, da war's gerade. Da, wenn sie rumsaugt, die Pflanze des Todes. Autschi! Auch krass, wie die Ranken noch voller Blut sind. Immerhin geht das schnell. Ich bleibe bei der Pflanze. Da habe ich das Gefühl, da komme ich besser klar. Mehr als ein? Da bin ich ja völlig schockiert und aus der Bahn geworfen. Das kannst du nicht machen. Ah. Oh. Shit. Das war auch neu. Also ich kann den auch die Prankenranken abschießen. Tja, mal gucken. Aber das, eigentlich hat das so bis eben ganz gut geklappt. Aber gut zu wissen. Werde ich gleich mal versuchen. Gas. Beendet alles. Ich dachte, dieses Ding hebt sich. Hat sich nicht gehebt. Kauft euch bitte dieses Spiel. Es macht voll Bock. Ihr werdet es nicht bereuen. 1,60 Euro. Das fällt euch doch normalerweise aus der Tasche. Dass das Ding aber auch ganz genau mich trifft. I can't believe it treffs me. Oh. Jetzt noch einmal richtig. Den will ich schon noch, bevor ich jetzt aufhöre, schnell killen. Ich frage mich aber auch gerade, ob ich mir überhaupt diese Mühe mit den Ranken machen soll. Ich muss doch einfach nur ein weiteres Mal noch in die Mitte schießen. Das hat doch eben auch schon gut geklappt. Warum die extra Mühe? Ja, weil ich jetzt gemerkt habe, dass ich es kann, ne? Echt, sogar die toten Dinger... Ja, dann macht das ja überhaupt keinen Sinn. Dann macht das ja überhaupt keinen Sinn, die abzuschießen.
nicht geklappt. Okay, also erst, ne, okay, also aufschießen und dann aber direkt auch reinschießen. Das ist gar nicht so leicht. Manchmal, ne? Manchmal will es einfach nicht. Okay, das ist jetzt einer der letzten Versuche. Ich habe einfach auch keine Zeit. Ich muss doch zum Film. Warum überhaupt? Ich muss doch gar nicht da mitlaufen. Ich kann doch einfach unten stehen bleiben. Das ist auch ein dummer Part von mir. Wir probieren es jetzt mal aus mit stehen bleiben. Ja, okay, ist das Gas natürlich jetzt ein Problem, aber... Nee. Okay, wo kommt sie her? Nee. Ich hab's doch eben schon richtig. Okay, das ist jetzt der letzte Versuch. Dann würde ich ihn das nächste Mal legen. Das sollte ja durchaus schaffbar sein. Ich war ja schon so nah dran, ne? Wir machen es noch einmal ganz simpel, wie eben. Gucken, ob wir es überleben, da so mitzulaufen. So. Und jetzt schon, habe ich schon nicht verstanden. Jetzt ziehe ich das zurück. Ah, okay. Und so killt man einen Boss. Danke, Foxhound. So. Das ist auf jeden Fall so ein richtig schöner Moment, um aufzuhören, und ein richtig schönes Spiel. Titan Souls, holt es euch. Ich finde, das ist für mich eine völlige verpasste Chance, eine Überraschung. Ich habe das damals so gar nicht wahrgenommen. Ich habe es jetzt auch vor allem am Anfang mit was anderem verwechselt. Und ich habe, das finde ich eigentlich am interessantesten, ich habe auch mit Death Door schon den Nachfolger gespielt und fand den auch super. Also die machen gute Spiele, alle ein bisschen ähnlich. So, ich mache mich jetzt ab. Ich wünsche euch auch noch einen schönen Abend und hoffe, ihr kommt noch munter irgendwo anders raus. Wo wollt ihr hin? Wo sollte ich euch mal raiden? Ach, Nils ist da, dann schicke ich euch direkt zu Nils. Das ist cool, ich freue mich. Da fährt der Kamin schon, der Kaffee steht bereit. Ich wünsche euch viel Spaß mit Nils.
In 2 Minuten geht es bei ihm los, dann kommt ihr da jetzt alle wunderbar rein. Erzählt ihm auch mal von Titan Souls. Vielleicht will er das ja, ich glaube 30 Minuten hat er noch Zeit oder so, kann er das kaufen. Vielleicht will er das ja. Das würde ihm wahrscheinlich gut gefallen. Bis dann, Leute. Wir sehen uns beim nächsten Video, wahrscheinlich dann morgen. Und alle Videos an sich findet ihr immer auf YouTube. Bis dann. Und jetzt warte ich extra. Awkward. Bis ihr rübergeschickt werdet. Nun klicke ich. 10. 987. 54321. Deins. Okay, da haben wir sie. Da sind sie weg. Und wir sind alleine. Das ist aber nicht schlimm, denn nächstes Mal holen wir sie alle wieder. Und ich wünsche dem Nils alles Gute, euch alles Gute. Wir sehen uns natürlich hier mit jedem Video aufs Neue. Ich sage auch immer wieder dasselbe, aber bitte macht's doch einfach. Abonniert den Montauk-Kanal, macht die Daumen hoch, wo es nur geht. Schreibt Kommentare, gerne mehr als 7 Wörtern. Und ja, macht euch die Lampe an und mir die Glocke an. Das würde auch noch helfen. Jetzt war's das. Bis dann. Macht's gut. Tschüss und bis später. Wann ist der Stuhl glatt? Stuhl? Ja, an was für einen Stuhl dachten Sie? Wann ist der Stuhl glatt? Jawohl! Oh, so ein Sitzen, ne? Das ist der Stuhl! Stuhl? Alles, was ich wollte, war ein verfluchter Drehstuhl. Wann ist der Stuhl glatt? Jawohl! Dieser Stuhl ist zum Sitzen da!